Servus, Herr Surf und sagt, hey, ich bin jetzt einmal eine Runde, weil wir haben heute mal ein bisschen Sicht auf die Sonne. Bin gerade drunter geflogen, wie es ausschaut, zeige ich dir jetzt. Jetzt ist kurz vom Sonnenaufgang, Sonnenuntergang heute. Ja, könnt jetzt da fotografieren, ne? Aber mag ich nicht. Ja, oder mag ich doch? Ja, mag ich schon. Habe ich das jetzt da gerade fotografiert mit dem Vordergrund ein bisschen da, mit dem komischen Ding da heute. Ein bisschen dafür drin. Ist scheiße, ja. Und da eins von dem Ding. Jetzt kommen da irgendwelche Wanderer. Ich gehe jetzt quasi da entlang. Und dann schauen wir mal. Da irgendwas zusammenbringen. Yo, man, hey, verstehst du, hey, voll gut, hey, oder? Hey, das schaut echt geil aus, oder? Geile Scheiße, hä? Im Zauberland am Weiher, hey. So schön wie Sascha, gell? So fad ist das Foto. Weil das, ja, weiß ich nicht. Aber, ja, passt schon. Ich hab's lieber auf Video, sei da ganz ehrlich. Aber jetzt nehme ich meine Kamera jetzt nicht mit da, weil ich will jetzt quasi die große Runde gehen. Around the Weiher, Alter. Ja. Genau. Ja, voll fett, hey. Ja, richtig cool. Also gehen wir mal. Hä? Schaut gleich ganz anders aus, gell? Bisschen rötlich noch. Meine Fresse, Alter, bis du da weiterkommst. Der Nachteil an den Drohnenfliegen, was ich persönlich für mich als scheiße empfinde, ja, richtig scheiße, ist die saublöde umeinander stehe. Stehst eine halbe Stunde umeinander und das halt auch umeinander fliegen. Ne? Bis dann das Foto passt oder bis der Film passt. Ja, dann stehst du quasi, schau hin, du, hey. Und dann stehst du eine halbe Stunde in der Kalten, bist komplett ausgefroren, also in meinem Fall. Und dann geht's aber los. Ja, und jetzt hecht die Dummi. Weiß ich nicht, wie lange du jetzt dabei bist, weil es wird dann finster, dann geht der Ficker Drecksstabilisator von meiner GoPro nicht mehr. Aber ist wurscht. Zumindest hast du mal gesehen, wie es heute ausschaut. In der Wonderland, Alter. In der Weiher Wonderland. Yo, man. Da bin aber so ein Kormoranovic um mich. Fliegt. Habe ich bloß letztes Jahr nicht verzeiht. Aber das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Dann sage ich es dir jetzt. Ich weiß nicht, ob du einen Kormoran kennst. Ja, manche kennen einen Kormoran. Manche kennen einen Kormoran nicht. Jetzt haben wir alles gerüstet. Ich habe ein Video von so einem Kormoran. Ich finde Kormorane fett, Alter. Ja.
Und ich bin quasi zwischen, ja, nennen wir es mal Schwandorf und Nürnberg. Ne? Es gibt ja so eine Kormorankolonie in Schwandorf unten und dann gibt es da so eine Kormorankolonie in Nürnberg. Und dazwischen eigentlich nicht. Da haben die quasi ihre Schlafstätten und Brutstätten, weil die halt quasi residieren. Ne? Und dann schicke es jetzt zum Beispiel so, wenn du so vereinzelte Kormorane siehst, sind quasi Späher. Ja? Die werden halt losgeschickt, die kundschaften dann die Weihergebiete aus. Die kundschaften dann aus, wo quasi kein Eis drauf liegt oder wo halt viel Fisch sind und so. Dann denkt sich der Kormoran heute, ja? Und fliegt in sein Revier haben und sagt es quasi die anderen. Ja? Und dann ist es so, dass die dann kommen dann. Und ich habe es selber noch nicht beobachtet, aber es ist ja quasi so, dass die dann im, so im, wie im Rudel jung die dann. Die landen dann alle auf den Weih und fressen das alles zusammen. Ja? Die treiben das regelrecht zusammen. Und dann essen sie da. Ne? Und ja, wie gesagt, wenn du halt so vereinzelte Kormoran siehst, dann weißt du genau, das ist Kundschaft heute. Ja? Wie bei den Ameisen. Ne? Die Wölfe, die Lüfte. Ist voll gut. Ja, und mir gefällt er halt, weil der Kormoran, der hat, der schwimmt halt umeinander so und dann muss er sich wieder trickern und wenn er dann trickert, dann breitet er seine Flügel aus und macht sie mehr oder weniger Druck. Ja. Und 5 Minuten später schwimmt er wieder. Ja, so viel zum Kormoran. Ja. Jo. Ja Mann, pass auf, das ist wahrscheinlich jetzt lang. Ne? Heute das jetzt für den Kormoranowitsch jetzt halt. Dann hast du den Flugfilm gesehen und gesehen, was ich so mache. Ja, es langt für den Flock. Weiß kein Flock ist, ja. Doch ein Flock, ein kurzes Begleiten meinerseits. Ne? Ist drei, wenn es dann einmal um ist, wird es dann eh finster. Und wünsche dir eine gute Zeit. Ja, bis demnächst heute. Jetzt fährt es so ab, tschüss.